Wisst ihr, was das Schöne am Hund ist? Der Hund ist ehrlich, der ist treu und der lügt dich nicht an. Ja gut, Nala ist so ein bisschen kriminell, die klaut gerne vom Tisch. Aber kann man eh nicht böse sein. Wem man schon böse sein muss eigentlich, ist, dass unsere Medien sehr oft ein Framing betreiben, was einfach nicht geht und was einfach unehrlich ist. Ich hatte das im letzten Video schon mal gesagt, da ging es um Tierhaltung. Ja? Und zwar der Methanausstoß, der immer kritisiert wird bei unseren Viechern, also vor allem auch bei den Kühen. Und da hat sich herausgestellt, Mensch, stoß nur viel weniger aus als jemals zuvor. Oder aber die Zahl ist für mich beeindruckend, 1892 hatten wir einen Ausstoß von über 1 Million Tonnen pro Jahr und heute sind wir bei 930.000 Tonnen. So, 1892 zu heute. So, das ist was Positives. Und hier auch Wahnsinn, wie man eine Berechnung anstellt, wie viel Wasser verbraucht wird, um 1 Kilo Rindfleisch zu erzeugen. 15.000 Liter für 1 Kilo Rindfleisch. Und das ist sehr gut zusammengefasst hier vom Wochenblatt. Einfach einmal umgerechnet auf das Schlachtgewicht und Alter würde sich daraus ergeben, dass ein Bulle über 10.000 Liter am Tag saufen müsste. Beim Schlachtgewicht von 410 Gramm für einen Jungbullen kommen 15.000 Liter für ein Rindfleisch, Kilo Rindfleisch dann zusammen. Eine Wassermenge von 6,15 Millionen Liter zusammen. Abenteuerlich. Und wie mein guter Freund Christian Lohmeier gestern gesagt hat, wir wohnen ja auch an der Weser, wir haben das Wasser ja hier. Und in ein paar Tagen, wenn es dann in die Nordsee fließt, ist es nicht mehr nutzbar. Das heißt, wir könnten es wunderbar nutzen. Mal abgesehen davon, dass jedem Idioten ja klar sein muss, dass die Zahlen nicht stimmen können. Wir können es so runterbrechen auf ein Kilo Papier. Stand im Stern. Einfach mal googeln, ja? Einfach mal sich informieren. Für ein Kilo Papier brauchen wir 2600 Liter. Für ein Brötchen sind 700 Liter. Für ein Liter Bier 300 Liter. Verzichten wir jetzt auf Bier? Nein. Tragen wir keine Jeans mehr? Weil ein Kilo Jeans kostet, werden 8000 Liter. 8000 Liter, Freunde. Dann gibt es aber auch wieder Medienvertreter, die auch sich mal informieren und recherchieren und dann auch mal sagen, hey Leute, wir brauchen sogar mehr Menschen, die Rindfleisch essen. Weil was ist denn wirklich der Fall? Rinder sind Artenschutz. Ja, wer soll unser Grünland pflegen? Da tummeln sich Insekten, weil jeder Idiot weiß das eigentlich, der schon mal über eine Kuhwiese gewandert ist, wie viele Insekten sich um einen Kuhfladen verteilen. Und glücklich sind, dass er da ist. Und die Kühe schaffen halt nun mal den Anreiz auch, dass mehr Wachstum dort generiert wird. Das ist Artenschutz, das ist aber auch Klimaschutz. Und es wird ja nicht, das ist der biogene Kreislauf, es wird ja nicht mehr durch die Kühe emittiert. Nein, das sind, wenn überhaupt, wir Menschen. Aber warum schafft man es, so ein Framing zu betreiben? Ich werde es euch sagen. Weil man die Landwirtschaft hier einfach weghaben will. Und wenn die Landwirtschaft hier weg ist, und das ist ja wirklich, wir sind auf dem allergrößten Wege und mich wundert, dass es keine Debatte darüber gibt, dann haben wir ein massives Problem. Ein Versorgungsproblem, weil andere Länder irgendwann nicht mehr in der Lage sind, uns so zu beliefern und auch nicht zu dem Preis. Wer das glaubt, der spinnt. Und ist es nicht besser, autark zu sein? Das muss eigentlich jeder verstehen. Ich verstehe es nicht, warum wir das... ich verstehe es schon, weil bei der Energiepolitik ist genau das Gleiche. Hier, Spiegel. Japan. Ne? Japan ist ja ausgestiegen aus dem Atomausstieg. Also der Ausstieg aus dem Ausstieg. Warum? Weil sie begriffen haben, hey, es geht nicht ohne. Es geht nicht. Und die hätten Argumente. Nee, geht nicht. Tsunami-Gefahr, Erdbebengefahr. Bei uns nicht. Gar nicht. Und wir steigen aus der besten Technologie aus, die die Menschheit, glaube ich, hier erfunden hat. Ja, entlasten. Ja, da werden wir Lösungen finden. Aber nicht, wenn wir uns auf der Straße festkleben, sondern wenn wir mal wieder die Unis besuchen und die Unis nicht sich um Gender kümmern, sondern wirklich um das, was uns ausgemacht hat. Dann kriegen wir Probleme geregelt. Ansonsten sperren wir einfach nur alles ab und warten ab, bis irgendeiner kommt und uns aus der Patsche hilft. Ist das das Deutschland, in dem wir leben wollen? Ich nicht. Was ich jetzt aber unbedingt noch loswerden muss, weil ich ja weiß, was einige wieder sagen, Trog-Teller-Diskussion. Wir könnten viel mehr für die Menschen produzieren, statt den Viechern einfach zum Fraß hinzuschmeißen. Nein, wir können nun mal nicht überall brotbackfähigen Weizen produzieren. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass die Flächen das nicht hergeben, weil wenn ich überall Stein habe oder zu viel Gefälle habe, muss ich froh sein, dass die Flächen überhaupt genutzt werden können. Mein Gott, ist das so schwer zu verstehen. Und dann habe ich natürlich auch diese gesetzlichen Auflagen bei uns, dass ich immer unter dem Bedarf düngen muss, aufgrund von fadenscheinigen Begründungen, dass wir sonst alle am Nitrat sterben. Was für ein Blödsinn. Kennt irgendeiner von euch jemanden, der schon mal erkrankt ist nur am Nitrat? Nein, gibt es nicht. Und dann eben, habe ich auch ganz vergessen, auf der Folie noch, der
Anteil an Antibiotika, der zurückgegangen ist, um 85%. Ja, was sollen wir die Tiere sonst sterben lassen oder was? Ist ja richtig, dass man da vorsichtig mit umgeht. Aber dann höre ich bei NTV, dass 90% in China und Indien ungefiltert, ungeklärt aus Krankenhäusern und aus Arztpraxen in die Flüsse geleitet wird. Da entstehen Resistenzen, doch nicht bei uns. Denk doch mal einmal nach, um Gottes Willen, ist zu schwer zu verstehen. Und der Riesenvorteil bei den Viechern, auch gerade bei den Kühen, denen können wir die Dinge geben, die der Mensch nun mal nicht isst. Auch ihr Veganer, wenn ihr 1 Kilo veganes Essen haben wollt, bleiben 4 Kilo über. Was machen wir damit? Schmeißt das nur in eine Biotonne? Nein, wir verfüttern es und dadurch entsteht ein Kreislauf. Ist das so schwer zu verstehen? Das hat Peter Lustig früher einfach mal sonntags morgens gemacht oder die Sendung mit der Maus einmal abgehandelt.